Hallo liebe Zuschauer, grüße euch hier auf DCTV und Twitter, Telegram. Wir waren jetzt schon zweimal hier. Das ist hier der Schlosspark Kiez in Berlin-Pankow. Eine gute Gegend durchaus. Warte, wir müssen mal ein bisschen die Dame hier vorbeilassen, dass sie nicht ins Bild kommt. Und es geht hier darum, es ist hier ein sehr, sehr bürgerliches Viertel. Oder ich sag's gleich vorweg. SPD und Grüne werden hier mehrheitlich gewählt oder wurden gewählt. Und man muss fairerweise sagen, es geht um dieses Grundstück, diese Oase mit alten Bäumen oder zumindest einem schönen Baumbestand, mit einem kleinen, aber feinen Spielplatz. Und hier zum Verweilen, mitten in der Großstadt, eine schöne, ruhige Ecke, kann man sagen, mit Natur. Ein Stück Natur wenigstens. Und jetzt, um das noch mal ganz kurz zu rekapitulieren, 2018, 2019 sollte hier schon diese Lücke geschlossen werden, was gebaut werden, Wohnungen, da ging es noch gar nicht um Asylanten. Und das wurde dann von den Anwohnern verhindert, beziehungsweise vom Bezirk. Und der Senat hat es dann auch entsprechend ruhen lassen. Jetzt gab es einen neuen Anlauf, dass hier ein Asylbewerberheim hinkommen soll, in relativ billiger Art und Weise hingeklotzt, mit 99 Wohnungen. Kommen Sie ruhig, wir sind nicht im Bild, ist kein Problem. Okay, und nach einem langen Hin und Her ist jetzt ein Artikel erschienen auf bei der Berliner Zeitung. Gunnar Schupelius, den ich sehr schätze übrigens, Senat setzt Unterkunft für Asylbewerber gegen Anwohner durch. Also erstmal hat es der Bezirk verboten, nachdem die Anwohner hier protestiert haben. Und der Senat, der die übergeordnete Behörde ist, praktisch die Landesregierung Berlin, hat es dann trotzdem durchsetzen wollen und hat auch geklagt. Und jetzt gab es ein Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht hier in Berlin, dass es jetzt gebaut wird, entgegen den Vorgaben des Bezirks und im Sinne des Senats wurde entschieden, reine politische Entscheidung. Das Verwaltungsgericht gab der Gesobau recht, die am 11. Januar die Bagger rollen ließ, da sprach das Bezirksamt abermals ein Verbot aus, wieder klagte der Gesobau und wieder bekam die Wohnungsbaugesellschaft recht. Die Senatorin, die dafür zuständig ist, also die Landesministerin Berlin, die Gesobau ist hier der Grundstückseigentümer bzw. auch Eigentümer der Gebäude hier ringsherum, ist eine Wohnungsbaugesellschaft, Senatseigen. Die Gesobau handelt auf politischen Druck hin, den formulierte Sozialsenatorin Kanzel Kitzil-Tepe, SPD, am 26. Dezember 2023 so: Ich wünsche mir für 2024, dass wir schneller vorankommen bei der dezentralen Unterbringung geflüchteter Menschen. Gut, wir gehen jetzt einmal rum. Das ist sicherlich jetzt ein Anliegen der Anwohner, was ich Ihnen auch abnehme, dass es wirklich um die grüne Oase geht. Aber weil jetzt natürlich hier ein Asylbewerberheim hinkommt, ist natürlich, wie soll ich sagen, also das unangenehme Gefühl ein bisschen größer. Und das traut man sich hier aber so nicht zu formulieren. Also wird weiter auf Klima und auf grüne Oase gesetzt. Und letzten Endes ist es auch ein Armutszeugnis, ja, dass jetzt hier mitten in der Stadt eine Fläche, von wegen wir haben Platz und so weiter, ja, hier wird es einfach zugeknallt. Ja, die umliegenden Eigentumswohnungen verlieren massiv an Wert. Also hier gegenüber, wenn man das mal zeigt, hier kommt man hier oben dieses weiße Gebäude, das ist neu. Also wie ich habe es damals schon im Video gesagt, das dürfte vielleicht 800.000, vielleicht 1 Million gekostet haben. Mal schauen, was sie dann noch wert ist, wenn hier wirklich, ich glaube, 60 bis 80 Asylbewerber wohnen. Und vor allem ist es dann wirklich kein Platz mehr. Es ist dann gar nichts mehr da, kein Grün. Es ist nur noch zu versiegelt und zugebaut und verschattet noch mehr. Und das Problem ist halt einfach, dass es so eine verlogene Politik ist von wir haben Platz und gar kein Problem. Und wir haben so eine Wohnungsnot in Berlin und dann wird explizit für Asylbewerber hier gebaut und hier haben Familien beengte Verhältnisse und so weiter, ist alles egal, deutsche Familien und mir tun die Leute auch hier irgendwo leid. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ihr habt es jetzt gewählt, die SPD, das ist eine SPD-Senatorin, die hier auch, SPD wurde hier auch stark gewählt,
Da muss man sich halt überlegen, okay, was will ich denn das nächste Mal? Weil offensichtlich hier meine Interessen überhaupt nicht vertreten werden und niemanden wirklich interessieren. Es muss hier nur weiter Platz geschaffen werden und ich erwarte die dezentrale Unterbringung und so weiter. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich hier wohnen würde und Kinder hätte, kleine Kinder oder überhaupt hier eine Familie, ich würde mich nicht wohlfühlen. Ja? Nach dem, was hier jeden Tag aufploppt an Meldungen und an Kriminalität, die überall stattfindet, da kannst du nicht sagen, ja, das ist alles super und es wird alles ganz friedlich und alles wunderbar. Das ist nicht zu vermuten. Hier gibt es übrigens noch mehrere derartige Höfe. Aber eben dieser ist es jetzt, der jetzt zugebaut werden soll. Ich verweise nochmal in der Beschreibung. Kommen Sie ruhig, Sie sind nicht im Bild. Alles klar, danke für die Rücksichtnahme. Ich verweise nochmal unten in der Beschreibung auf den Artikel, den werde ich da nochmal verlinken, auf den Berliner Zeitungsartikel, oder nicht Berliner Zeitung, BZ. Und es ist nur wirklich so ein schönes Beispiel dafür, wie hier wirklich vollkommen die Anwohnerinteressen vollkommen ignoriert werden und der Senat hier Druck macht ohne Ende, um weitere Asylbewerber, die hier natürlich täglich ins Land strömen, unterzubringen. Und da sage ich dann halt einfach auch, schmeckt eure Medizin. Ich weiß, ich habe es auch schon im letzten Video gesagt, aber es ist wirklich jetzt gerichtlich bestätigt. Hier wird gebaut. Wir kommen wieder, wenn hier wirklich Bautätigkeit ist. Wir wollten jetzt nur nach diesem Urteil und nach diesem Zeitungsartikel euch mal auf dem Laufenden halten und den aktuellen Stand mitteilen. Es scheint hier wirklich jetzt loszugehen. Hier ist auch, wie gesagt, alles abgesperrt. Wir gehen mal noch mal einmal. Ja, du gehst, meine liebe Süße, die heute die Kamera macht, geht vor. Dieses ganze Areal ist jetzt auch nicht so riesengroß, ja, wird zugebaut, die Bäume kommen weg, alles wird hier platt gemacht und hier kommen Gebäude hin. Und das ist natürlich schon bitter, ja, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte das auch genossen hier als Anwohner, sich mal auf die Bank setzen oder mit den Kindern auf den Spielplatz runter. Kann man fast schon ab einem gewissen Alter allein runterschicken, weil hier jetzt kaum Autoverkehr ist und es ein bisschen abgeschlossen ist hier ringsrum. Und das geht jetzt alles nicht mehr, das ist vorbei. Nicht, dass es jetzt gibt hier den Schlosspark noch, ja, aber der ist jetzt doch ein Stück weit weg. Und hier, gehen wir mal hier rein. Und nicht stolpern. Ich gehe mal rückwärts. Und hier haben wir noch einen ganz guten Blick auf den Spielplatz. Wir wollten das euch nur mal zeigen, damit ihr eine Vorstellung habt, über was wir eigentlich sprechen. Und wie gesagt, also wir bleiben dran und schauen weiter. Wird demnächst losgehen, dass die Bäume gefällt werden und dann das Ganze hier baufertig gemacht wird. Und dann wird es losgehen und wir werden euch das weiter zeigen, Bauentstehung und wenn es dann da ist. Und auch sicherlich, wenn es dann auch betrieben ist und wenn da Leute wohnen, mal schauen, was dann für Nachrichten kommen aus dem Viertel, aus diesem Kiez, wie man in Berlin sagt, Schlosspark-Kiez. Ja, wie gesagt, eine schöne Gegend in Berlin-Pankow, ist ein gutes Viertel, auch noch relativ, also im ehemaligen Ostberlin, relativ wenig bereichert. Und hier kann man wirklich wohnen, muss ich echt sagen, ist echt schön. Aber das ist jetzt auch vorbei, zum Teil zumindest, weil nicht nur, dass diese Oase, diese schöne Grünfläche weg ist, sondern auch, dass hier Asylbewerber kommen. Und ist ein offenes Geheimnis, brauchen wir nicht drüber reden. Da ist der Ärger auf jeden Fall irgendwo wahrscheinlicher, als wenn hier nichts passieren würde. Ja? Das muss man ganz ehrlich sagen. Und von daher kann ich die Anwohner hier verstehen, dass sie sich zwar nicht trauen, das verstehe ich nicht, zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Und das alles verbrämen. Ja, wir wollen unsere Klima, mit Klima kommen sie ja auch noch, behalten. Aber ich kann verstehen, dass sie wirklich ja, kotzen, weil allein, wie gesagt, hier dieses neue Gebäude, das ist vielleicht mal maximal 10 Jahre alt, Eigentumswohnungen, allein das. Ich habe auch einen Kommentar in einem der ersten Videos gehabt, unter
in YouTube, wo einer schrieb, ich wohne hier und habe eine Wohnung oder ich habe eine Wohnung gekauft für meine Enkelin und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und die ist jetzt schon weniger wert. Und es sind ja schon Leute weggezogen, jetzt schon. Ja, nachdem, bevor das überhaupt alles richtig klar war, habe ich gelesen, dass sie da wirklich schon die Segel gestrichen haben. Ist eine bittere Geschichte. Wir bleiben dran und zeigen euch weiter, wie es weitergeht. Haben wir versprochen, machen wir auch. Wir liefern. In diesem Sinne, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Und wenn ihr Lust habt und es gut findet, dann gerne auch finanzielle Unterstützung auf Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Vielen Dank an meine liebe Kamerafrau, meine Süße, und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder hier im Schlosspark Kiez sind. Danke.